Ja, hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Ark. Oh, 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 yeah, that's the way, aha, aha, I like it, ah, oh mein Gott. So, Leute, also, geht zur Rothand-Garnison, Leute, ich muss zur Rothand-Garnison gehen. Wir werden die neuen Rekruten. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Die ist eh da drüben. Ist das ein Dungeon? Nö, das kann kein Dungeon. Oh ja, das ist ein Dungeon, Leute. Das ist ein Dungeon. Rothand Söldner wohnt sie jetzt. Die Rothand Söldner haben die Bewohner des Pilgrimwalds entführt. Wutenbrand hat Thyrain ihre Garnison gestürmt. Leute, Chaos Dungeon, Leute. Chaos Dungeon. Ja, die Rothand Söldner werden von Regent Sherricht unterstützt. Nur so eine Information, Leute. So, dann geht's einmal los. Die Rettung beginnt. So, oh, Leute, ich habe Angst. Finde Thyrain und frage ihn, was passiert ist. Da drüben soll er auch irgendwo sein. Kann man da irgendwas looten oder was? Da könnte man sogar angeln. Leute, in den Dungeon drin. Das ist Wahnsinn. Thyrain, da bist du ja. Servus. Du bist gekommen. Du hast die Geschichte also gehört? Ja, habe ich gehört, leider. Ich kann nicht noch mehr unschuldige Leute sterben lassen. Benutze dieses Leuchtfeuer, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. In der Zwischenzeit rette ich die Bewohner. Ja, Leute, benutze eine Brandbombe, um den Lagereingang in Brand zu stecken. Mit F5, Leute. So. Zerstöre die Bombentrommel und stecke das Zelt in Brand. Boah, da kommen ja Feinde. Ja, was? Ja, ihr seid doch schwache Leute, wirklich. Ein Magier. Ja, aber die haben es wirklich in sich, Leute, diese Magier. So. Die Bombentrommeln zerstören. Sehr gut. Dann haben wir das einmal. Eliminiere die Rothand-Söldner. Naja, warum nicht, Leute? Also, es ist so ein Megaspiel. Ich liebe es wirklich so sehr. Es ist einfach... grandios, Leute, grandios. So super Aufgaben zum Abschließen. Leute, ich muss einen Heiltrank nehmen, weil das sind wirklich sehr viele. Boah, diese, ich finde diese wirklich extrem schwer, diese, also schwer nicht, aber die Magier sind richtig gefährlich, Leute. Gut, rette die Bewohner des Pilgrimwalds. Na, jawohl. Mach ich, Leute. Rothand-Lanzenreiter. So. Öffne das hölzerne Gefängnis. Ja, mach ich. Super. Ja, ich weiß, dass ich euch gerettet habe, weil ich ein lieber Mensch bin. Magierin, ja, Magierin, Zauberin, weil man kann ja auch nämlich Magierin wie heißt denn sie jetzt? Magierin und Priesterin? Keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall Magierin und Zauberin, Leute. So, du bist hinüber. Da wieder so ein Magier. So, weg mit dir. Super. Gut, dann haben wir da. Müssen wir da auch befreien. So, nächsten Bewohner. Keine. Kein Problem. Nö, ich fliehe nicht. Ich bin eine tapfere Kriegerin. Ich bin Mayal, ja? Entschuldigung. Ah, Leute! So, Wahnsinn. Echt jetzt. Bin ja gar nicht schlecht, Leute. Werde immer stärker. Sylvia wurde weiter hinten gefangen genommen. Sie ist die Tochter des Anführers. Bitte rette sie! Oh, scheitert, wenn Prinz Thyrain getötet wird.
Leute! Ich bin da gerade sehr in Gefahr. Boah, Leute, fertig. Ich siege Rothand, Anführer Kanan, Leute. Ich muss jetzt mich komplett aufheilen. Boah, fast wäre ich gestorben. Besiegt Kanan gemeinsam. Leute, puh, Prinz Serene hat noch einiges an Leben, das ist cool. Ich hasse es, jemanden am Leben zu erhalten. So, ich muss jetzt mich kurz noch aufheilen lassen. Ich kann so viele Heiltränke nehmen, Leute, weil ich einfach so viele habe, Leute. Das ist... So. Los geht's. Weg mit dir. Super. Brett abgeschlossen. Ja. Oh, Wahnsinn. Er hat überlebt. Oh, Mädchen. Du bist in Sicherheit. Oh, Leute. Prinz Tyrion. Warum habt ihr uns geholfen? Ist das eine List, damit wir euch folgen? Nein. Oh ja. Nein, ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. So wie ihr. Süß, die Tochter vom Castleford. Bilbrinwald, jawohl! Leute, gut. Frage Thyrain nach der Situation. Ja, der Dungeon abgeschlossen. Na bitte, Leute, das finde ich genial. Wir werden die neuen Rekruten schon bald mit Waffen ausrüsten. Ja, das hoffe ich. So, Thyrain, ich muss mit dir rein. Wir konnten alle retten. Und das nur dank dir. Kein Problem. Enang verhält sich seltsam. Er schien mir ziemlich zögerlich zu sein. Vielleicht fühlt er sich auch einfach nur nervös in meiner Gegenwart, aber könntest du ihn fragen, was los ist? Enang macht sich oft Sorgen. Musst du wissen. Ja. Ein bisschen richten hier. Ja, keine Ahnung. So. Ich muss mit Enang reden. Wo soll der sein? Da drüben. So. Warum verhältst du dich komisch, Enang? Was ist los? Das ist... Ich... Hallo? Ich habe eine Nachricht erhalten. Sie sagen, es sei dringend. Sherricht hat herausgefunden, dass der Prinz mit seiner Armee auf dem Weg hierher ist. Oh. Wenn er sich wirklich mit den Dämonen verbündet hat. Bei unserer aktuellen Stärke ist ein Rückzug das einzige Sinnvolle. Aber wenn wir uns jetzt zurückziehen, werden die Leute im Bilbrinwald niedergemetzelt, weil sie sich Sherricht entgegengestellt haben. Ich weiß nicht, wie ich diese Nachricht seiner Majestät überbringen soll. Ihr seid enge Vertraute des Prinzen. Also, was würden du und Pater Amel empfehlen? Ich würde mal sagen, kämpfen, was das Zeug hält, Leute. Und ich helfe euch dabei. Na, was sagt ihr dazu? Na, ja, ja. Bitte Amel um Rat. Amel! Servus. Ist dem so? Ich muss sagen, das ist wirklich eine schwere Entscheidung. Was ist da jetzt? Ich denke, das ist etwas, das Siren entscheiden muss. Die einzige Person, die dafür die Verantwortung übernehmen kann, ist Siren selbst. Okay? Wir sollten ihm die Wahrheit sagen und ihn nach seiner Entscheidung fragen. Ich vertraue darauf, dass Siren die bestmögliche Wahl treffen wird. Okay. Oh, jetzt muss ich Siren einen Bericht erstatten. Es wird auf jeden Fall heftig, weil die sind hier und her unterwegs. Was? Sherricht? Deshalb war Enang also so nervös. Ja. Wenn die Flucht eine Option ist, würde uns das sicher erlauben, unsere Truppenstärke beizubehalten. Aber die Leute im Bilbrinwald sind auch Einwohner Lutheras. Ich kann sie nicht einfach im Stich lassen. Gehen wir zum Schwarzblutfeld. Damit sollten wir den Einwohnern genug Zeit für die Evakuierung geben.
Bereite die Truppen für den Aufbruch vor. Leute, oh Leute. Leute, zur Schlachtebene. Gib Sarains Soldaten den Befehl zum Vorrücken. So, gut. Mehan. Der Prinz hat sich also entschieden. Ja. Ich habe auf seine Befehle gewartet. Ja, alle vorrücken. Kämpfen. Wenn dieser alte Mann auch nur irgendwie helfen kann, wird er mit aller Stärke kämpfen. Der Lloyd, den kenne ich ja. Den kenne ich ja, glaube ich, auch. Den Rivella, servus. Wir werden die neuen Rekruten. Meinem Bruder zuliebe, werden sie von mir die Tracht Prügel ihres Lebens bekommen. Das ist eine Einstellung, das gefällt mir. Zenon, den kenne ich auch. Die Kriegspriester sind bereit. Wir kümmern uns um die Dämonen. Jawohl. Und Dernan, sieh was? Wo ist Macht der Dernan da? So. Deine Truppen? Kämpfen zum Schutz der Leute. Nichts anderes habe ich vom Prinzen erwartet. Ich werde mein Bestes geben. Ja, super. Also, Sarain, Bericht erstatten. Es sind alle mobilisiert. Was haben Sie gesagt? Verstehe. Sie wollen mir also folgen. Natürlich. Ihre Treue wird niemals vergessen werden. Dann sollten wir sofort losziehen. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Leute! Gut, begib dich zur Schlachtebene. Nein, Leute! Aber da habe ich noch was. Da habe ich nämlich noch eine Queste von Enang. Ich würde dich gerne um etwas bitten, bevor du dich auf den Weg zur Schlachtebene machst. Bitte. So fähig die Miliz des Bilbrinwalds auch ist. Es wird schwer werden, Sherrets Truppen alleine aufzuhalten. Unter der Helmondburg-Ruine haben wir ein paar Kanonen, die in sehr schlechtem Zustand sind. Ich vermute, sie werden nicht oft genutzt. Aber es würde nicht schaden, wenn sie einsatzbereit wären. Es wäre schön, wenn wir ihnen von unserem Aufbruch ein paar Waffen für die Selbstverteidigung hinterlassen könnten. Auch der Prinz unterstützt diesen Plan. Ja, passt. Repariere die Kanonen des Bilbrinwalds. Passt. Vor dem Marsch zur Schlachtebene bat Enang darum, die Kanonen in der Nähe zu reparieren, damit sie die Truppen des Bilbrinwalds selbst verteidigen können. Passt. Mach ich. Gut. Dann werde ich das machen, Leute. Ich werde die Kanonen reparieren. Ah, ich habe eine neue Gebietsratgeberqueste. Archäologie. Ja, forschen wir. Bilbrinwald in Westlothera. Sprich mit der Meisterin der Handwerksfertigkeit Avella. Ich öffnete die Weltkarte und machte mich auf die Suche nach historischen Relikten. Wenn ich eines finde, kann ich das Ausgrabungswerkzeug ausrüsten und mit Sona Relikte in der Nähe lokalisieren. Wenn ich Reliktsuche dort anwende, wo das Signal am schnellsten pulsiert, werde ich Überreste von Relikten entdecken. Nehme ich an, Leute. Nächste Ratgeberqueste. Aber ich muss einmal die Kanonen reparieren. Muss ich. Da haben wir zum Beispiel schon eine. Repariere die Kanone. So, ist er repariert. Eine nur. Leute! So. Sprich mit der Meisterin der Handelsfähigkeit Avella. Die ist ja da drüben, glaube ich. Oder letztens war sie da drüben. Wo soll sie jetzt sein? Diese da hinten jetzt, Leute. So, sie ist da hinten. Ja, mein Hund bellt gerade. Hat geläutet oder was? Ja, weg mit dir, du Sack. So, da irgendwo soll die Avella sein. Also ein bisschen mal. Bitte mal diese komischen Figuren da wegschlachten. So. Dann gehe ich einmal weiter runter zu dieser Avella. Ja, ich kann nämlich forschen, Leute. Gar nicht gewusst, dass das auch Handwerkfertigkeit ist. Alpha-Mond. So,
weg mit euch. Gut, weiter geht's. Bilbrinwald. So, da ist er. Aber da kann ich noch ein bisschen Bäume fällen auch. Wenn ich schon unterwegs bin. Wenn ich gerade zum Handwerkding unterwegs bin, zur Handwerksmeisterin. Leute! Ja, ein bisschen Bäume fällen. Kaderstufenaufstieg, Leute. Super! Sehr gut. Und Avella. Aber was ist da jetzt los? Erstattet den Mitglied der Miliz Emrin-Bericht. Ja, dann werde ich das sofort einmal machen, bevor ich noch zur Handwerksmeisterin gehe, Leute. Emrin, servus. Du bist also der Fremdling, der die Tochter des Anführers gerettet hat. Kanonen? Die haben wir nie wirklich benutzt. Aber ja, die haben wir. Oh, du hast sie repariert? Unser Anführer kann etwas stur sein, aber vertrau mir. Er weiß, wie er seine Schulden begleicht. Ich bin sicher, dass er sehr dankbar ist. Ich werde es auch weitererzählen. Danke. Gerne. Die Reparatur der Kanonen ist abgeschlossen, Leute. Super. Ich bin demnächst Stufe 28. Ja, Leute. Da haben wir Avella. Du bist auf dem Weg zur Schlachtebene? Ja. Diese Zone hat einige Relikte. Obwohl wir hier im Bilbrinwald auch einige Relikte haben. Drücke M, Weltkarte und Handort handeln, an dem man ausgraben kann, okay? Wenn du in der Schlachtebene ankommst, suche bitte nach den verborgenen Relikten. Ja, mache ich. Nutze Sonar, um nach dem Geräusch der verborgenen Relikte unter der Erde zu suchen. Und wenn du eine Stelle findest, wo das Geräusch schnell schlägt, benutze Reliktsuche, dann wird sich dir die Geschichte offenbaren. Hier, nimm das Ausgrabungswerkzeug. Ich habe es vom Handwerksfertigkeitshändler für dich gekauft. Du musst es nur noch ausrüsten. Jawohl. Sonar jagt den hinterlassenen Geräuschen der Zeit nach und Reliktsuche entdeckt ihre wahre Form. Das darfst du nicht vergessen. Ja, danke schön. Leute, sehr gut. Rüste das Anfänger-Ausgrabungswerkzeug aus. Da habe ich eine neue Hose zum Beispiel auch. Leute, die ist cool. Nehme ich gleich. Da haben wir Ausgrabungswerkzeug. Ja, mach mal. Was ist da jetzt? Schlachtebene. Ah, okay, in der Schlachtebene ist das. Reliktsuche. Posenangeln, was haben wir da? Reliktsuche, hier, R. Okay. So, haben wir da noch irgendwas, irgendwo, irgendwann? Nö, haben wir nicht. So, dann gehen wir mal zur Schlachtebene, Leute. Das ist ein Dungeon. Ich muss mal kurz was schauen, Leute. Die Folge ist nämlich eh gleich raus. Die ganzen Ohrringe und so, die brauche ich nicht. Da haben wir noch einen Elite-Gegner, den mache ich noch. Und dann beende ich die Folge. Ja, weil... Dann, ich glaube, das wird der nächste Dungeon werden. Ja, Halskette rücksichtslos beobachtet. Wow, Leute, ich muss einen Heiltrank nehmen. Einer. Weg mit dir, Phenem, das ist ein Bossgegner oder was? Super. Perfekt. Beschwörungsfertigkeiten können sofort wieder eingesetzt werden, okay. So, dann werde ich auf jeden Fall jetzt einmal dahin marschieren, wo ich hinmarschieren muss. Aber ich werde noch da einmal herummarschieren. Und dann noch einen Baum fällen und dann ist die Folge eh vorbei, Leute. So. Holzfäller Stufenaufstieg, Leute. Sehr gut. Holz habe ich auch einiges dazu bekommen. Na, das ist ja leiwand. Das ist cool. Das geht so alles aus. So, Leute. Dann mache ich aber in der nächsten Folge weiter. Und dann gehe ich in die Schlachtebene. Ich schätze einmal, dass das ein Dungeon sein wird. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sei auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Lost Ark. Dankeschön, Game Over und Tschüss.